Wäre ich kein Schausteller geworden, wäre ich Schausteller geworden. Fängt auch mit Schau an. Nee, ich weiß nicht. Ich habe früher Architektur studiert, 2 Semester. Wollte mich irgendwie nicht festlegen, habe dann Sportwissenschaft studiert und das auch fertig gemacht und habe dann später nochmal Jura studiert. Also ihr seht, ich bin völlig unentschlossen und selbst heute, so mit ja, knapp 50, habe ich, ich mache das, ich liebe das, was ich mache, so jetzt nicht. Aber ich könnte mir auch zig andere Sachen vorstellen. Ja, vielleicht im nächsten Leben, vielleicht sowas wie, ich beneide Freunde von mir, die so ganz geregelte Berufe haben. Der eine ist Zahnarzt, freitags immer frei, ist auch ein Traum. Also sowas könnte ich mir auch im nächsten Leben gut vorstellen. Jetzt ist es zu spät. Das spannendste Projekt meiner Laufbahn war mit Sicherheit mein Hausbau. Weil das war echt ein Projekt, das war, ist immer noch nicht so ganz abgeschlossen. Und da bin ich auf jeden Fall, da sind mir die Grenzen aufgezeigt worden. Auch gerade so in Zusammenarbeit mit so vielen verschiedenen Menschen, die ja daran beteiligt sind. Die ganzen Gewerke, Dachdecker und Fliesenleger und Gaswasserkram und so. Das ist, das war furchtbar. Das zu koordinieren und das irgendwie zu kontrollieren, eigentlich unmöglich. Das war ein Projekt. Inspiration für Leben und Arbeit. Ja, mein Gott, wo finde ich das? Keine Ahnung. Beim Sport eigentlich, da kann ich ganz gut irgendwie abschalten und bekomme so neue Gedanken und Inspirationen. Und bei meinem Sohn natürlich, der zeigt mir immer so, wie verblüffend leicht das Leben noch sein kann. Durch so gezielte Fragen eigentlich, ne? So ganz einfache Fragen, aber auf den Punkt. So, Papa, warum ist das eigentlich so? Und dann kommst du zu überlegen, ja stimmt, warum ist das eigentlich so? Muss das eigentlich so sein? Weiß man nicht. Oh, ich bin, meine größte Macke ist, dass ich ein Schlafneurotiker bin. Und dazu stehe ich auch. Das ist, ich brauche absolute Ruhe beim Schlafen und absolute Dunkelheit. Also ich habe dann so eine Angewohnheit, dass ich mir immer so ein T-Shirt über den Kopf noch lege. Also erstmal habe ich Oropax im Ohr, plus noch so irgendein möglichst weiches T-Shirt quasi über den Augen. Wie so eine Art Schlafbrille, so eine Schlafmaske. Sowas habe ich. Sieht total bescheuert aus, aber anders kann ich halt nicht pennen, ne? Boah, kann man sowas über sich sagen? Mein größtes Talent? Ich glaube, mein größtes Talent, ich habe einen ganz guten Geschmack. So. Also ich richte mich gerne irgendwie ein und habe gerne mit schönen Dingen zu tun. Ist das ein Talent? Weiß ich nicht. Das hat, glaube ich, mal hier der, wie heißt der, Fürst Pückler gesagt. Den kennt man vom Eis eigentlich, ne? Vom Fürst Pückler Eis, aber eigentlich war der Gartenarchitekt. Und der hat gesagt, seine hervorragendste Eigenschaft ist ein guter Geschmack. Ja, schließe mich an. Ja, das Ding ist, ich habe schon irgendwie an Träumen mir schon ziemlich viel erfüllt. Ich habe den Job, den ich liebe, von dem ich damals geträumt habe. Ich habe eine tolle Frau. Kind ist auch 1A. Haus, Hund. Also eigentlich viel mehr bleibt da gar nicht. Wenn alles so bleibt, wäre es ein Traum. So vielleicht. Tja, da gibt es einige. Also bei Rote Rosen haben wir echt tolle Kollegen. Aber so schauspielerisch jetzt so Menschen, wo ich echt so ehrfürchtig werde und mich gerne irgendwie auf die Knie werfen möchte, ist vielleicht so ein Kevin Spacey, House of Cards, haben vielleicht einige gesehen, ne? Finde ich unfassbar gut. Den bewundere ich. Sehr, wir haben Psychologen hier. Mein Lieblingsplatz in Lüneburg, was sagt man da am besten? Mein Lieblingsplatz. Vielleicht tatsächlich hier das Studio, weil da verbringe ich viel Zeit und ich bin echt gerne hier, ne? Wir haben ja auch alles. Wir haben eine tolle Kantine, wir haben eine Tischtennisplatte, tolle Kollegen und Teammitglieder, mit denen du einfach mal zwischendurch einfach quatschen kannst. Also wenn ich ehrlich bin, genau hier auf dieser Couch ist mein Lieblingsplatz. Ja, ich wollte unseren Fans immer schon sagen, dass ich sie liebe natürlich, weil ohne unsere Fans wären wir natürlich nicht hier. Und das sehen wir immer einmal im Jahr zum Fantag. Das ist schon irgendwie großartig, wenn man da dieses Feedback bekommt. Und ich hatte letztens auch so ein ganz tolles Erlebnis, als mich eine ältere Frau ansprach, die auf dem Supermarktparkplatz. Und sie erzählte mir, dass ihr Mann gerade gestorben wäre und dass in diesen Wochen danach eigentlich wir, also die Roten Rosen, dann ihr so Halt und so eine Stütze gewesen wären. Und dann hat sie irgendwie geweint und ich musste auch weinen und haben uns umarmt. Und das war eigentlich so schön, ne? Das zu sehen, dass einige Menschen das tatsächlich, ja, berührt und auch eine gewisse Bedeutung für die hat. Wie geht es, liebe Fans, dass ihr um 14 Uhr Zeit habt, euch vor den Fernseher zu setzen? Wie geht das? Ich kann es nicht. Wie macht ihr das? Das würde ich gerne mal wissen.